Hey ho Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich werde diesen Fernsehlautsprecher schrotten. Der kam aus einem Metz-Fernseher. Ja, das war so ein alter Röhrenfernseher und so. Der war auch schon ganz kaputt. Ein Lautsprecher war auch schon ganz zerdellt und so. Also wirklich nicht mehr zu gebrauchen. Der Lautsprecher, der ist noch zu gebrauchen. Ja, aber der hält halt gar nicht mal so viel Power aus, wie ich dachte, ne? Also der hat leider schon angefangen zu rauchen, als ich den testen wollte gerade eben. Der Lautsprecher hat einen richtig super geilen Klang, finde ich, und ich finde es schade, dies tun zu müssen, aber ich muss ihn überlasten. Ich will es eigentlich wirklich selbst überhaupt gar nicht tun, aber ja, er hat eh schon angefangen zu rauchen, das heißt, ich mache es einfach. Okay. Armes kleines Ding. Wird gleich in Rauch aufgehen. Ich sehe noch keinen Rauch. Und ich sehe immer noch keinen Rauch. Da der Rauch hin. Warum raucht der jetzt nicht? Aha. Ich weiß, warum er nicht raucht. Ich bin gleich wieder da. So, es geht weiter. Der Equalizer wurde deaktiviert. Ich habe nämlich einen Equalizer angehabt und jetzt habe ich den mal rausgenommen. Und jetzt dürfte der Lautsprecher wirklich anfangen zu rauchen, hoffe ich. Ach, das arme Ding. Ich will das eigentlich überhaupt gar nicht tun, aber da er vorher beim Testen eh schon angefangen hat zu rauchen, kann ich den eben ganz schrotten. Oh nein. Oh nein. Wow. Wow. Wow, was war das? Also, wow. Alles klar, er lebt halt doch noch so halb weiter. Hä? Okay. Das ist jetzt spannend. Warum geht der aus?